Sport und Musik. Eine enge Verbindung. Die weißen Kabel des iPods. Bei Daniel Albrecht allgegenwärtig. Sein Musikhören sorgte für Schlagzeilen. Ich habe es vor allem gemacht und mache es immer noch einfach am Start. Vor allem für die Vorbereitung des Rennens, um mich auf ein gewisses Level zu bringen von Aggressivität und Wachsamkeit. Das Musikhören für Albrecht ein Wundermittel? Im Ziel mit der neuen Bestzeit! Die Garderobe des HC Davos gestern Abend. Wie vor jedem Spiel greift Trainer Arno Del Curto in die Trickkiste. Zu Rockmusik. Ohne das könnte ich persönlich nicht leben und so auch den Spielern gut. Das kann einer über sich auswachsen, die Leistung kann er steigern, Freude. Es gibt Freude im Bauch. Da geht man auch mit anderen Gedanken an das Spiel an. Und eine Freiheit, es gibt eine Freiheit, totale Freiheit. Musik als Ritual, eine Methode, die sich trotz Wiederkehr nicht abnützt. Karin Thürig. Sie hörte Trance Music beim Zeitfahren an den Olympischen Spielen von Athen. Der Grund? Wenn ich dann irgendwie eben einmal mit den Gedanken abdrifte, also irgendwie denke, ich mag nicht mehr, dann ist wichtig, dass mich dann die Musik quasi gerade abholt und mich von dem Schmerz ablenkt. Auch Thürigs Vorgehen ist wissenschaftlich erklärbar. Mentalcoach Rudi Zahner. Er betreut die Nachwuchsauswahlen des Schweizerischen Fußballverbands. Ein exklusiver Einblick mit Bildern, die man noch nie gesehen hat. Das Ziel von Zahner. Die Spieler mit ausgefallenen Übungen zu Winnertypen zu machen, wie die U17-Europameister von 2001. Dabei setzt Zahner auf Musik. Ich wollte irgendeinen gewünschten Gefühlszustand hervorrufen. Das heisst, volles Selbstvertrauen, ein bisschen der Winnertyp, er glaubt an sich, er hat die nötige Überzeugung. Und ich koppel das dann mit entsprechender Musik. Und so gesehen kann ich das dann zum Beispiel in einer Matchvorbereitung oder in einer anderen Situation mit der Musik jederzeit wieder das Gefühl abrufen. Die Musik als Erinnerungsstütze. Eine gute Wahl. Die Musik. Ein Puzzleteil zum Erfolg. Im Wettkampf darf Dani Albrecht aber nicht mehr darauf zurückgreifen. Die FIS hat das Fahren mit Kopfhörern untersagt. Grund: Über Funk könnten die Trainer Tipps geben. Sport und Musik. Dennoch eine enge Verbindung.